Hallo liebe Gin-Freunde, heute am 8. Dezember dürfen wir das 8. Türchen öffnen von unserem Gin-Kalender. Ich freue mich heute was Besonderes auch wieder vorstellen zu dürfen, und zwar den Osmos Gin, ja, distilled vom Grapes. Warum destilliert von Weintrauben? Könnte man sich jetzt fragen, Familie Vallée steht oben noch drauf, schwer Rückschlüsse zu ziehen, aber es ist ein Cognac-Produzent. Heute sind wir wirklich bei jemand, der auch ganz, ganz hochwertige Cognacs produziert unter dem Namen Montifaux. Ein super Haus, das es seit 1837 schon gibt. Ja, in der Petite und Grand Champagne sind die Rebflächen von dieser Familie, und das sind eigentlich die besten Gebiete für Cognac, für ja, diesen edlen Brand. Heute dürfen wir den Gin von diesem Hause probieren, und das ganz Tolle ist, der Grundbrand, das Grunddestillat wird wirklich aus dem Weindestillat, den sie für einen Cognac auch verwenden, produziert und mit mehreren Botanicals danach noch mazeriert. Ja, die Rebsorten zum Beispiel, was da verwendet werden für den Rohbrand, ist Trebbiano, eine bisschen aromatische Rebsorte, die ja, aber auch hohe einen hohen Säuregehalt hat. Auch Columbar zum Beispiel ist noch die zweite Rebsorte, die verwendet wird. Und das ist halt ganz, ganz toll für einen Cognac, der am Ende sehr ausdrucksstark werden soll und auch ins Holzfass noch gelegt wird. Der Rohbrand auch sehr kräftig. Ne? Das heißt, wir haben hier wirklich eine sehr intensive Gin-Variante, und es werden auch sehr unterschiedliche Botanicals mazeriert. Das heißt, Sie nehmen zum Beispiel die Früchte, ja, die wirklich sehr stark gepusht werden, von der Aprikose, Apfel, Limette, ja, aber auch Noten von Safran, ne, Gurken, Mandeln, Nelken. Also gerade die Mandeln geben was ganz, ganz Schönes, auch nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen Kraft in den Gin. Und auch Bitterorangen zum Beispiel, was man auch immer häufiger in Gin vorfindet. Ja, wir können uns das mal einschenken und einfach mal dran riechen, was wir da erhaschen. Ja, das ist schon eine sehr, sehr schöne Kombi. Wir haben hier einerseits die Fruchtnoten, aber andererseits auch so ein bisschen wie frische Eiche, ganz bisschen nicht getoastet. Also es ist ja keine Holzfassreifung, aber einfach so diese Frische, diese Kraft. Auch die Kräuter kommen ein bisschen in der Nase raus, aber probieren wir das Ganze mal am Gaumen. Ja, am Gaumen kommt dann nochmal richtig die Kraft. Ja, da merkt man das Rohdestillat, da merkt man wirklich, dass es auf Weintraubenbasis destilliert wurde. Die Mandeln kommen nach einer gewissen Zeit so ein ganz klein bisschen raus, ja, etwas Nelke. Also wirklich auch die Kräuternuancen, der hat noch Wiesenkräuter, ja, mazeriert, also eingelegt in den Alkohol. Da kommt auch das Kräuterlastige so ein bisschen noch mit. Aber klar, die Fruchtnuancen, die Bitterorange kommt ein bisschen raus. Die Aprikose, wo dem Ganzen noch mal ein bisschen Fülle gibt, ein bisschen Kraft in der Fruchtrichtung. Na, leicht floral, aber man hat auch schön Koriander. Ja. Das unterstützt wirklich auch noch mal dieses Kräutrige bzw. das Kräftige. Ein bisschen Wacholder auf jeden Fall, und der Produzent selber sagt auch, er will schon nochmal ein bisschen, ja, den Koriander und auch den Wacholder, dass man den schmeckt, dass man den ein bisschen noch im Vordergrund hat. Safran kommt ein bisschen durch jetzt mit der Zeit. Ganz, ganz schön, finde es einen sehr interessanten, vielschichtigen Gin, sehr authentisch und mit einem Tonic, na klar, ganz klasse. Man kann ein bisschen süßeres Tonic nehmen. Ja, Schweppes wäre zum Beispiel süßer, aber Schweppes hat auch ein Dry Tonic mit einem silbernen Gewand, mit einem silbernen Etikett. Er hat ein bisschen Süße, also ist nicht komplett trocken, und das passt sehr gut zu seinem kräftigen Gin. Man könnte auch Goldberg nehmen zum Beispiel, das wäre noch die Alternative, auch ganz, ganz klasse. Probiert es einfach mal aus. Ihr habt vielleicht auch das Tonic gekauft und zu Hause, ja, als Garnitur kann man da ganz, ganz viel nehmen. Ja. Man kann in die Kräuterrichtung, man kann Pfefferkörner mit dazugeben. Hier gibt es wirklich ganz, ganz tolle Varianten. Wir haben uns jetzt entschieden, ja, einfach mal Weintrauben zum Beispiel, vielleicht habt ihr es zu Hause gemacht, in die Gefriertruhe.
dann reingeben als Eiswürfelersatz. Ne? Und irgendwann kommt auch mal wirklich die Garnitur, der Geschmack ein bisschen rein, aber nicht viel. Also die Garnitur ist hier nicht ausschlaggebend, hier ist wirklich ausschlaggebend der Gin, das Tonic. Ganz, ganz tolle Variante, was sehr Besonderes. Ich würde sagen, cheers, genießt den Gin, genießt euren Gin Tonic. Viel Spaß noch heute Abend damit.